Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Aileen und willkommen auf dem Raptastic-Kanal. Ja, Leute, ich bin neues Teil der Raptastic-Community und ihr werdet mich jetzt hier ein bisschen öfter sehen. Mein heutiges Thema, Arafat Abou-Chaker antwortet auf Fragen bezüglich Bushido und Capital Bra in seinem Livestream. Die Trennung von Bushido und Arafat Abou-Chaker ist jetzt gut ein Jahr her, allerdings ist es immer noch das polarisierendste Thema der Deutschrap-Szene. Und deren Wege kreuzen sich allerdings immer noch. Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Bushido wohl einen Fall vor Gericht gegen Arafat Abou-Chaker gewonnen haben soll. Trotz der lang vergangenen Zeit hat sich noch nicht wirklich jemand von den beiden zu dem Thema geäußert. Jetzt erstmals im Livestream ging Arafat Abou-Chaker auf Fragen bezüglich Bushido ein. Unter anderem wurde die Frage gestellt, Arafat, würdest du Bushido jemals verzeihen? Und er antwortete darauf erstaunlicherweise damit. Ich spiele euch kurz ein Video ein. Außerdem beantwortete er auch direkt eine Frage über K1. Würdest du verzeihen? Allah, ich verzeihe jeden. Wenn Allah verzeiht, warum soll ich nicht verzeihen? Hatte K1 Bushido recht? Nein, hat er nicht. Wie gesagt, es gibt einen Spiegel und jeder soll da reingucken. Außerdem wurde Arafat natürlich auch zu dem Thema Capital Bra befragt. Unter anderem fiel die Frage, Arafat, wie ist denn deine Meinung zu Capital Bra? Und darauf antwortete er auch wieder in dem Video, welches ich euch jetzt einblenden werde. Meinung zu Capital Bra? Ja, er ist erfolgreich, soll er weitermachen, super. Ich wünsche Ihnen vom Herzen alles Gute. Und auch hier gehen wir wieder davon aus, dass Arafat Capi für indirekte Disse verzeiht. Sollte es News zu dem Thema geben, werdet ihr sie natürlich bei uns erfahren. Außerdem könnt ihr auch nochmal direkt in unseren Artikel nachlesen. Dort findet ihr auch den Link zum Livestream von Arafat Abou-Chaker. Könnt ihr ihn euch in voller Länge angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es uns in die Kommentare, abonniert Raptastic und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.